Schau dir das mal an. Ja. Unglaublich, was wir hier erleben. Ramon Zennhäuser nur noch Kemonoel. Zweimal schon hier auf dem Podest gestanden. Auf geht's, Ramon. So, kommt da eine Antwort von Ramon Zennhäuser? Bin ich gespannt. Hat er so einen stabilen ersten Lauf gezeigt. Sein großgewachsener Läufer steht sehr hoch, hat dadurch dann den Ski immer gut unter Kontrolle, gut ausbalanciert und hat bis hierhin mal sehr wenig Zeit verloren. Ja, auch über diese Wellen kann er mit diesen langen Gräten mit seinen 2 Meter 1 gut drüber kommen. Hat zwar 3 Zehntel verloren, aber immer noch so viel Podest. Doch noch Polstermann, würde ich sagen. Genau. Er spielt sich jetzt. Super, ja, sehr stark ausbalanciert, mit Köpfchen gefahren. Lupft ganz sicher die Fersen an und damit ist er nochmal 3 Zehntel vorne. Ausnahmeleistung, Ramon. Ja, jetzt so die letzte Schwierigkeit noch hier. Sauber die Beine angezogen, wieder reingestreckt. Ah, das wird eine klasse Bestzeit werden. Das wird die Bestzeit für Ramon Zennhäuser. Also es wird nicht der Sieg für den Griechen, es ist das Podest für den Griechen, es ist das 3. Mal, dass Ramon Zennhäuser hier in Chamonix auf dem Stockerl steht und er meldet sich punktgenau. Du kannst immer die Uhr stellen. Erinnerst dich noch an Korea, erinnerst dich bei den Weltmeisterschaften. Immer 2 Wettkämpfe vor der WM ist der Ramon da. Ja? Hammer. Hammer. Ramon auf 1, AJ Guinness auf 2. Meisterleistung von Ramon Zennhäuser, sage ich dir wirklich. Der hat heuer mit Start nur 25 ist der in die Weltcup-Saison reingestartet. War ein Schatten seiner selbst und hat sich innerhalb von 8 Rennen wieder nach ganz vorne katapultiert und zeigt da eine Meisterleistung. Allergrößter Respekt, Ramon. Wir vergönnen es dir. Und er ist übrigens der ehemalige Servicemann von Henrik Christoffersen. Jetzt der neue Servicemann von Ramon Zennhäuser. Im Chat drehen immer noch die Griechen durch. Es ist der erste Grieche, der Weltcup-Punkte holt. Und Jörg Molitor möchte ich da gut zitieren. Mit Zirtaki-Taktik zum großen Erfolg.